Jennifer Thum macht ihre Tochter für den Kindergarten fertig, so wie jeden Tag. Die beiden haben ein enges Verhältnis zueinander. Was die Mutter durchmachen musste, soll der Fünfjährigen in keinem Fall passieren. Ja, das ist mein Ziel. Ich möchte es wenigstens bei einem Kind richtig gemacht haben. Denn Jennifer Thum hat noch zwei Kinder, eines davon ist heute erwachsen. Das Jugendamt hat ihr die ersten zwei Kinder vor Jahren weggenommen. Es ist das Ergebnis von Jennifers jahrelanger Drogensucht. Jennifer Thum wird 1983 geboren. Ihre Probleme beginnen, als sie in die Pubertät kommt. Sie stört den Unterricht, ihre Noten werden schlechter. Und mit 14 Jahren raucht Jennifer ihren ersten Joint auf dem Schulhof. Es ging um Ausprobieren und ich würde sagen, die Wirkung, die kam so nach ein paar Minuten, ist sie dann so langsam gekommen und haben wir angefangen zu lachen, waren auch gut drauf, hatten gute Laune. Es ist der Moment, ab dem Jennifer regelmäßig zum Joint greift, sich damit ihre Inseln im Alltag schafft. Erst nur manchmal, dann immer häufiger. Weil ich davon abschalten konnte, frei von meinen Sorgen war, frei von dem Stress, von dem Alltag. Und dadurch meine Ruhephasen gefunden habe. Und es hat mich auch erfüllt, ein Stück weit. Dann geht alles ganz schnell. Mit 16, wo wir in die Diskos gingen, habe ich angefangen, Ecstasy zu nehmen, LSD, Amphetamine. Und mit 18, dann war es Heroin. Seit 5 Jahren nimmt Jennifer keine Drogen mehr. Die heute 40-Jährige ist clean und hat eine Mission, andere vor einem Schicksal wie ihrem zu bewahren. Das von Gesundheitsminister Karl Lauterbach eingebrachte Cannabisgesetz lehnt sie kategorisch ab. Ich glaube, dass wir mit diesen Regeln es schaffen können, die Menschen zu schützen. Wir haben stetig steigenden Konsum. Wir haben mehr Konsum bei Kindern und bei Jugendlichen, die wir nicht ausreichend schützen. Aber was regt sie da so auf? Ja, meint er, nur weil wir das jetzt legalisieren, konsumieren die weniger, weil er davon jetzt redet, wir haben hier eine stetige Zunahme von Konsum bei Kindern und Jugendlichen. Meint er, die konsumieren jetzt weniger, nur weil es dann legal ist? Dann gibt es noch mehr Konsumenten zu, die den ganzen Gutes jetzt eh schon machen, weil es illegal ist. Erlaubt sein soll für Erwachsene das Mitführen von bis zu 25 Gramm Cannabis. Der Anbau von 3 Cannabispflanzen sowie der Besitz von maximal 50 Gramm Cannabis in der eigenen Wohnung. Und die Gründung sogenannter Cannabis-Anbauvereinigungen mit maximal 500 Mitgliedern. Verboten ist künftig der öffentliche Konsum von Cannabis, unter anderem in Schulen, Sportstätten und in Sichtweite davon, konkret in 100 Metern Luftlinie um den Eingangsbereich und das Kiffen in Fußgängerzonen bis 20 Uhr. Wir treffen RJ, Dennis, der unerkannt bleiben will, und Rebecca im Park der Asklepios-Klinik für Abhängigkeitserkrankungen in Hamburg. Die drei haben teils jahrelange Drogenkarrieren hinter sich. Sie werden entgiftet, weil sie die Kontrolle über ihren Cannabiskonsum verloren haben. Ich finde jetzt nicht, dass man da an jeder zweiten Ecke einen Cannabis-Shop machen sollte, weil das ist so einladend für die Leute und auch für die Jugendlichen, dass es einfach so verharmlos wird. Das ist ja auch irgendwo für mich ein Freifahrtschein, ne? Ja. So, für die Leute ist es legalisiert. Es ist harmlos. Man darf es ja machen. Genau. Und das ist überhaupt nicht harmlos. Und Alkohol ist ja auch nicht harmlos. Genau. Aber jeder sagt ja auch, Kiffen ist eine Einstiegsdroge. Ja, ist es auch. Es fängt an mit Kiffen, dann fängt es an mit Ecstasy, dann fängt es an mit weiteren Alkohol, Amphetamine, Kokain. Man kommt immer weiter. RJ, Dennis und Rebecca debattieren leidenschaftlich. Auch sie sind gegen eine Legalisierung von Cannabis. Aus gutem Grund, erzählt der 34-jährige Dennis. Ich habe seit meinem 8. Lebensjahr Cannabis konsumiert. Seit dem 8. Lebensjahr? Seit dem 8. Lebensjahr, also nicht regelmäßig. Der regelmäßige Cannabiskonsum? Der kam wirklich erst so mit 13, 14 Jahren und dann aber wirklich jeden Tag bis heute, leider. Also bis vor 11 Tagen leider. Also 20 Jahre? Ja. Damals habe ich angefangen zu konsumieren, weil es Spaß gemacht hat, mit Freunden noch. Da hat man sich getroffen, hat man einen Joint geraucht, da fand man es irgendwie cool. Aber so mit der Zeit kam das einfach. Die Sucht. Man brauchte das wirklich jeden Tag, man wollte das jeden Tag. Und dann kam der Kreislauf, wo kriege ich Geld her, wo kann ich meinen Kram herholen? Und das war jeden Tag das Gleiche. Wo kam denn das Geld her? Meistens von irgendwo Freunden geliehen oder man hat geklaut, wurde kriminell. Suchtdruck, Beschaffung und Konsum jeden Tag. Hinter der Sucht steht alles andere zurück, erzählt uns RJ. Also man vernachlässigt sich komplett. Also bei mir war es teilweise so, man geht nicht duschen.
Man vernachlässigt seine Körperhygiene, allgemein alles. Selbst Formulare, Briefe. Briefe werden dann nicht geöffnet. Arbeitsgelegenheiten, die man eventuell verwirklichen könnte. Da kümmert man sich einfach gar nicht mehr drum. Absolute Motivationslosigkeit, über die viele Cannabissüchtige berichten. Gerade für Jugendliche habe der Cannabiskonsum verheerende Folgen, sagt Suchtexperte Professor Rainer Thomasius. Es gibt einen sehr guten Forschungsstand, dass die Intelligenz dramatisch absinkt bei Cannabiskonsum im Jugendalter. Und daneben wird die Gefahr, eine Psychose über den Cannabiskonsum zu erleiden oder eine Depression, eine Angststörung sehr erhöht. So war es bei ihr. Rebecca hatte gute Startchancen ins Leben, besuchte jahrelang ein Internat, wollte Tierärztin werden. Zum Ende der Schulzeit zog sie erstmals an einem Joint, kam auf den Geschmack. Aus ihren ursprünglichen Plänen ist nichts geworden. Ich hätte studieren können. Mit dieser Energie, die ich in dieses Thema reingesteckt habe. Es ist so ärgerlich und dadurch kam dann noch mehr Selbstzweifel und man rutscht immer tiefer rein in diese Depression. Und da wird es dann extrem brenzlig, halt auch psychisch. Ne? Rebecca hat die Entgiftung seit heute hinter sich, kann die Klinik verlassen. Die Folgen ihres jahrelangen Cannabiskonsums aber bleiben ihr vorerst erhalten, das weiß sie. Wenn ich morgens einen Joint geraucht habe, ich war den ganzen Tag über ein Hänger, wenn ich das mal so ausdrücken darf. Ich habe gehangen. Ich habe keinen Bock mehr gehabt, irgendwas zu machen, immer wieder eingeraucht, Filme geguckt. Und so zieht dann das Leben an einem vorbei, sag ich mal. Ich habe auch starke Konzentrationsprobleme dadurch entwickelt. Ich könnte mich jetzt nicht zum Beispiel hinsetzen und ein Buch einfach lesen. Langzeitabhängige wie Dennis haben Angst vor Rückfällen, wenn die Legalisierung kommt. Kiffen an jeder Ecke, das ist seine Horrorvorstellung. Das riecht man ja auch wirklich auf 10 Kilometer Entfernung, so, wenn da jemand raucht. Ne? Und nein, ich würde das wirklich nicht legalisieren. Wirklich niemals. Jennifer Thum rauchte mit 14 ihren ersten Joint, was sie damals nicht ahnte. Es war der Einstieg in eine jahrelange Drogenkarriere. Es ist einfach so, wenn man das dann öfters konsumiert, dann kommt es zu einer Toleranzentwicklung. Man braucht irgendwann immer mehr. Und es ist einfach so, wenn man das dann regelmäßig macht, dann hemmt das auch die Hemmschwelle enorm, andere Drogen auszuprobieren, die wohl einem angeboten werden. 4 Jahre nach dem ersten Joint spritzte sie schließlich Heroin. Das war noch teurer. Nach unzähligen Ladendiebstählen besorgte sie sich das Geld für den Stoff auf dem Drogenstrich an der Katharinenstraße in Stuttgart. Man stellt sich in die Ecke und schaut auf die Straße. Die Freier wussten das dann schon, dass man sich anbietet. Dann bin ich bei Freier ins Auto eingestiegen, wenn die angehalten haben. Hab gefragt, was sie haben wollen. Hab mich auf die Rücksitzbank gesetzt. Hab mir das Geld geben lassen. Und dann sind wir losgefahren. Schon an der nächsten Ampel flüchtete sie aus dem Auto ohne Sex. Jennifers Masche sprach sich rum, was sie kurze Zeit später auch zu spüren bekam. Einmal ist mir einer hinterhergerannt und hat mich auf den Boden geschmissen und ziemlich arg verprügelt, bis die Polizei kam und eingegriffen hat. Ja, und einmal ist mir einer hinterher, hat mich an eine Hauswand gedrückt und mir das Messer an den Hals gehalten. Vom Joint zum Heroin auf den Strich. So konsequent, wie sich Jennifer Thum jahrelang mit Drogen kaputt gemacht hat, so konsequent kämpft die heute 40-Jährige seit Monaten gegen eine Legalisierung von Cannabis.